So, das wäre der Sonny von innen. Jetzt zerlege ich den mal, weil es aussieht, wie wenn da was nass geworden wäre, da wo der Schalter ist, darunter. Und auch leicht so weißes Zeug da ist. Ich glaube, da sieht man noch ein paar kleine Brösel von. Aber ich darf den, um an die andere Platine zu kommen, wohl komplett zerlegen. Dazu erst mal die Platine hier raus, da muss ich mal gucken, wie die rausgeht. Na, jetzt sehe ich gerade, der geht ja von der Seite auch auf, wenn die Schrauben hier draußen sind. Dann würde ich sagen, mach ich da mal auf. Na, er ist schon auf. Und schau mir die Platine da mal an. Ich glaube, so kommt man leichter ran. Also, doch gut gedacht von Sony, dann lasse ich die Platine drin. So, ich hatte einen Fehler. Das ist die Platine zu. Hier unten war es nass und leicht weiß. Und habe das jetzt sauber gemacht und ein bisschen gewaschen. Hier sieht man es noch ein bisschen auf der Seite hier, dass da, ja, was war, glaube ich, oder so. Ja, hier. Okay, das wird das von dem Sony. Jetzt mache ich die da wieder drauf. Dazu müssen die Dinger da richtig in die Löcher rein. Es geht jetzt schwer. Okay, dann das wird das Radio, das eigentliche. Da oben hier, ich glaube, da sieht man es, da ist eine Spule hier und ein Spannungswandler. Dann ein normaler Quarz, ein kleiner Quarzfilter. Dann noch zwei. Und hier ist der Anschluss für die Platine, für das da. Und zwar, der muss nach oben gedrückt werden, dann geht das raus, dann die Folie wieder rein und ist wieder nach unten, dann müsste er wieder drin sein. Dann baue ich den mal jetzt wieder zusammen. Die Platine, die war hier nur drauf gesteckt und dann einen Clips hier an den Clips da reingeklipst. Auf die Folie verdammt aufpassen, die beiden Platinen verbindet. Wenn die hier unten verbogen ist, die nicht verbogen, wenn die verbogen ist, bringt man die nicht mehr rein. Und zwar, die wird da reingesteckt wieder, also das ist oben, die wird reingesteckt und dann das wieder runtergedrückt. Hier. Und die nicht verbiegen, die geht sonst echt sehr schwer wieder rein. Da hatte ich gerade echt zu kämpfen, die wieder reinzubekommen. So, die Platine dann da wieder rauf. Die wird hier unten rein und da oben dann reingeklipst. Und schauen wir, dass die richtig drin ist. Beim Zusammenbauen gucken, dass er erst hier links das Teil bündig dran ist und dann rechts zuklappen. Und schauen, dass die Tasten und das alles drin bleibt. Ja, also den so halten und so zumachen. Wenn man ihn so versucht, oben zuzumachen, klappt es nicht und fällt es wieder raus. Ich bin zum Schluss gekommen, die Platine hätte ich gar nicht rausschrauben brauchen, nur den Deckel runter, die vier Schrauben. Und diese eine Schraube aufschrauben, schon geht der auf. Okay, die schraube ich jetzt auch wieder rein. So, jetzt mal schauen, ob die funktioniert. 9995 empfange ich nichts, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, okay, nochmal schauen, die Tasten gehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, okay.